Ofenkäse. Ja, moin moin und Metal, meine lieben Freunde. So, da sind wir wieder und ich muss euch leider enttäuschen. Es gab wieder keinen Stream von unserem Lieblingsstreamer, den wir besprechen könnten. Oh, wie schade. Er hat angekündigt, dass er erst wieder Donnerstag streamen möchte. Also er gestern und auch heute eine wohlverdiente Pause macht von dem harten Leben als Vollzeitstreamer. Ich hätte nun fast schon gesagt Vollzeit-YouTuber, aber nee, ich glaube, das Thema ist ja jetzt für alle Ewigkeiten durch. Und wir wissen ja, er darf sich halt nicht überarbeiten. Ein bisschen ordentliches Work-Life-Balance muss schon sein. Aber wir haben ja auch noch einiges aufzuholen, zum Beispiel einen Stream von Ende September, also circa anderthalb Monate her, wo unser Lieblingsstreamer über Physik, Chemie, Birella, seine Kindheit und auch vieles andere gesprochen hat, was ich eigentlich schon längst mal mit euch besprechen wollte, aber bisher nie geschafft habe, weil das doch so ein längeres Video gewesen ist. Bevor wir damit mal gleich anfangen, lass mich noch einmal Danke sagen. Wir sind jetzt schon wirklich ein gutes Stück über die 100.000 Abos drüber, das Abo-Special kommt dieses Jahr auf jeden Fall auch noch, voraussichtlich Anfang Dezember, und ich bekomme so viele liebe Worte und Unterstützung von euch allen, egal über welche Plattform, auch zum Beispiel über den Online-Shop, wo ihr Fanartikel kauft und mich damit unterstützt und mir dann auch Fotos von euren Ofi-Tassen auf der Arbeit zum Beispiel schickt oder Fotos von euch, wo ihr mit Shirts auf der ganzen Welt herumlauft. Ich habe euch ja das Ofi-Shirt mal von dem Taipei 101 geschickt. Dann habe ich letztens zum Beispiel auch Bilder aus Alcatraz bekommen mit einem Fan mit Ofi-Shirt. Also wirklich vielen lieben Dank für eure ganze Unterstützung und ich freue mich wirklich immer über die Fotos, die ihr mir dann zukommen lasst. Ich habe jetzt sogar eine Nachricht von einem Sohn eines hochrangigen deutschen Politikers bekommen, der meinen Kanal ausschaut und sich für die Videobearbeitung hier bedankt hat. Und gerade bei sowas geht mir natürlich das Herz auf, weil man wirklich merkt, wie geil diese Community ist, weil sie so viele Facetten hat und aus so vielen verschiedenen Bevölkerungsgruppen kommt. Einfach nur cool, wirklich. Das wollte ich nur einmal loswerden, also vielen Dank für eure Unterstützung, egal auf welchem Wege. Na okay, dann lasst uns jetzt mal starten und dann schauen wir mal, was unser Dr. Ache mit den Doktortiteln in Physik, Chemie, Philosophie und Metallurgie so uns zu erzählen hat. Also los geht's. Okay, jetzt passt mal auf. Thema Birella. Ich möchte mit dir nichts zu tun haben. Zum einen, weil die totale Lügen über mich erzählt, von wegen ich sei mit dir zusammen und so ein Quatsch. Völliger Schwachsinn. Ich will zu diesem Thema, ich will mit der Frau nichts zu tun haben. Erst einmal, meine ganzen Top-Supporter, meine Streamer und Camping-Dude, ich weiß übrigens, ne, dass du bei ihr auch öfter mal spendest. Das ist auch vollkommen okay, das ist auch deine Sache. Will ich auch nicht sagen, dass du es nicht machen sollst. Mach das, wie du möchtest. Aber eine Sache solltest du trotzdem wissen. Ich habe mit der mal einmal privat gesprochen, ein einziges Mal. Ich wollte dieses Thema eigentlich hier nie ansprechen, aber da das momentan in jedem zweiten Stream oder in jedem Stream 100 Mal kommt, möchte ich das mal ansprechen. Ich sage das nicht, um euch gegen sie voreinzunehmen. Ihr könnt machen, was ihr möchtet. Das ist mir völlig egal. Das interessiert mich auch völlig nicht. Aber in ihren Augen, Swiss auch, genau, stimmt, was sie gerade schreibt hier. Ne? Sie schreibt das ja hier gerade, ich auch. In ihren Augen sind das alles Hater. Nicht alle, die bei ihr spenden, aber viele, die bei ihr spenden, die bei mir gespendet haben oder meine Top-Supporter waren, meine Mods und Abonnenten sind, das sind bei ihr in ihren Augen Hater. Nicht alle, aber viele davon. Und das ist so eine Sache, wo ich nicht verstehe, dass momentan, wie gesagt, Camming Dude, ne, jetzt mal speziell an dich auch, du kannst bei ihr spenden, um Gottes Willen, mach, wie du das möchtest. Ich möchte nur, dass du weißt, wie die über euch denkt und über euch geredet hat. Ja, und da geht's gleich ordentlich los. Da wird ordentlich gefeuert in Richtung Birella. Ich find's aber interessant. Das Geld von ihr nimmt er natürlich immer gerne an. Also damals im September zumindest, als sie ihm immer was gespendet hat. Aber sonst will er mit ihr natürlich nichts zu tun haben. Na, jetzt hat er auf jeden Fall mal geklärt, wo er da stand. Und man kann das ja so als Standpunkt auch akzeptieren. Das ist ja generell auch okay, denn das, was er in der Vergangenheit oder in anderen Szenen auch danach immer gemacht hat, war ja dieses, das ist alles Privatsache, da will ich nicht drüber reden, wenn die zahlenden Drachis ihn irgendwas gefragt haben. Und dann können halt oft Ungereimtheiten entstehen, wie mit dieser Großvaterstory zum Beispiel. Und so Camping Dude, ich glaube, das hier ist einer dieser Momente gewesen, wo er sich vom Profi-Streamer wirklich abgewendet hat und nur noch bei Birella gespendet hat. Er war ja lange Zeit bei ihm und dann auch gar nicht mehr aktiv und war nur ausschließlich bei Birella. Und man merkt hier aber, wie unser Profi-Streamer versucht, das ziemlich diplomatisch zu lösen. Von wegen, ja, ihr dürft natürlich alles gerne machen, nichts gegen euch, bliblablub. Das macht er natürlich nur, weil er seine Kritik möglichst sanft anbringen möchte, weil er weiß, dass er sonst keine Spenden mehr von Camping Dude bekommt. Wie wir aber in den Wochen danach gesehen haben, hat es nicht ganz viel gebracht, denn Camping Dude ist dann weiter zu Birella gegangen und hat seine 1000 Euros nicht in unseren Profi-Streamer gesteckt, sondern nur in Birella-Streams. Camping Dude, aber auch über dich hat sie gesprochen, weil du bei mir am Anfang so viel reingehauen hast. Ich sag das auch nicht, weil ich euch gegen sie voreinnehmen will. Das ist eigentlich nicht meine Art, andere Menschen auf die Art und Weise schlecht zu machen. Vor allem nicht, wenn ich mit jemandem gut zurechtgekommen bin. Ja, das ist ja falsch. Beispiel Axel, Beispiel Baby Chrissy, Beispiel XYZ. Sucht euch eine aus den zig Beispielen, wo er im Nachhinein Leute immer schlecht gemacht hat. Obwohl er mit denen vorher mal ordentlich zurechtkam. Oder Merlin zum Beispiel, kann man ja auch nennen. Da gibt's halt zig Beispiele.
Aber da die das in jedem beknackten Stream hier momentan einfach übertreibt und ohne Ende nicht zuhört und ich ja schon 100 Mal gesagt habe, die soll das bitte lassen, ich habe mich von ihr distanziert. Ja? Das sind aber Menschen für mich, meine Top-Supporter und auch meine Mods hier in meinem Stream sind mir wichtig. Ich versuche euch zu beschützen. Ich habe damals bei ihr nicht sonderlich viel gesagt. Ich habe da nicht viel drauf gegeben, was sie gesagt hat. Ich habe aber dazu auch nicht wirklich was gesagt im Stream. Als wir damals mit ihr, das letzte oder vorletzte Mal, wo wir mit ihr geschrieben haben, da hat sie es ja auch sogar in meinem Stream gesagt, dass sie euch alle für Hater hält. So. Ja, und da ist schon viel Angst mit dabei. Er regt sich über Birella auf, weiß aber, dass wenn er zu harsch jetzt gegen Birella vorgeht, er seinen Top-Supporter Camping Dude verlieren könnte. Wieder eine Baustelle mehr bei ihm auf der Agenda, die ihm gerade Kopfzerbrechen bereitet und da er im Moment auch so diese neutrale Stimmung gleich zu Beginn des Streams hat. Aber lustig finde ich hier natürlich auch die Aussage, ich will euch alle beschützen. Ja, das sieht man sehr schön am aktuellen Beispiel, wie du deinen Supporter, der diese Gaming-Session gekauft hat, du auf deinem Discord gleich geoutet hast, beziehungsweise gebrandmarkt hast und zum Abschluss freigegeben hast. So viel zum Thema Beschützen. Ja. Und dann erzählt sie rum, ich sei mit ihr zusammen. Momentan, Leute, ich erzähle das nicht gerne, weil es geht keinem was an. Ich bin Single. Ich bin Single. Ich bin ein Single. Ich habe keine Freundin. Ich habe keine Frau. Ich habe keinen Mann. Ich bin im Moment solo. Und im Moment bin ich das auch gerne. Klar hätte ich gerne mal etwas für. Aber ich bin Single. Dass er hier auch wieder gleich abrutschen muss, in dieser eigentlich recht ernsten Aussage von ihm und er gleich wieder diese Gedanken mit reinbringen muss, ja, das zeigt mal wieder, worüber er sich den ganzen Tag wirklich Gedanken macht. Nur das eine. Einfach unglaublich, der Typ, ernsthaft. Birella nervt andere Leute, indem sie über mich redet. Sie nervt Merlin. Ich weiß nicht, ob sie auch bei Yusuf war, aber sie nervt andere Leute damit, dass sie mich nerven sollen, dass ich bei ihr reingehe. Tut mir bitte den Gefallen. Ja, und Ronny, tu mir du bitte auch den Gefallen. Mal gerade eben, also speziell an Ronny, pack mal bitte den Namen Birella in verschiedenen Schreibweisen in die Blackliste. Und an alle anderen, bitte hört auf, mir zu sagen, sie möchte mit dir streamen. Ich möchte mit Birella nicht streamen. Ich möchte mit ihr aktuell nichts zu tun haben. Ich habe nichts gegen sie. Aber ich möchte auch nichts mit ihr machen, weil mir das momentan einfach zu blöd ist. Und ich hasse es, mich in irgendeiner Form, in irgendeiner Art und Weise zu etwas zwingen zu lassen. Und jeder, der mich kennt, weiß, dass ich niemand bin, der sich zwingen lässt. Ja, und nun darf das Thema Birella gar nicht mehr angesprochen werden. Aber vermutlich gibt es immer ein paar Schreibweisen, die die Kritiker auch mal anbringen können, wenn der Chat mal offen gewesen ist. Aber wisst ihr, was ich mir gerade hier so denke, wenn ich das hier so höre? Wieso spricht er nicht einfach mal mit ihr? Sagt ihr genau das und macht sowas halt nicht in der Öffentlichkeit, damit es wieder alle Welt mitbekommt? Wieso geht das nicht? Einfach mal solche Probleme privat miteinander besprechen. Das wäre damals der einfachste Weg gewesen, für Ruhe zu sorgen. Stattdessen macht das hier wieder öffentlich in dem Stream und vergrault seinen Top-Supporter Camping Dude. Ja, unser Profi-Streamer weiß, wie man Fanmanagement betreibt. Alles fein, ich respektiere das. Aber du hättest ihr das persönlich sagen können. Ich habe ihr das persönlich gesagt, Camping Dude. Genau das ist der Punkt. Das habe ich ihr persönlich gesagt. Das ist genau der Punkt, um den es mir geht. Ich habe ihr das persönlich gesagt. Und zwar zwei oder sogar dreimal. Ah, okay. Ja gut, dann hatten wir den gleichen Gedanken. Ich habe die erste Hälfte des Streams noch nicht gesehen, daher mache ich den Teil hier blind. Aber wenn du es ihr mehrmals gesagt hast, dann würde mich mal interessieren, wann das denn war. Denn du hast doch gemeint, dass du im Moment keine Lust hast, mit ihr zu reden. Also kann es ja nicht in den letzten ein, zwei Wochen gewesen sein. Also in den letzten ein, zwei Wochen vor diesem Stream hier. Naja, auf jeden Fall wissen wir nun auch wirklich, dass der Haussegen zwischen Birella und unserem Profi-Streamer seitdem ordentlich schief hängt. Ich habe viele Aussagen getroffen, die Schwachsinn waren. Viele Sachen gebaut, die scheiße waren. Ohne Ende scheiße waren. Ja, aber das sind einfach Sachen, die auch aufgrund der Situation herausgekommen sind, weil ich einfach ein Typ vom Land bin, der mit einer gewissen Voreinstellung zu bestimmten Situationen aufgewachsen bin. Trotzdem habe ich es geschafft, mich von Vorstellungen und von Vorurteilen anderer Menschen nicht beeinflussen zu lassen. Dankeschön, Merlin. So, ich weiß, Merlin hat es mir, glaube ich, mal gesagt. Ich weiß nicht, welche Nationalität Merlin hat. Ich weiß nicht, welche Nationalität Yusuf hat. Es ist mir auch egal. So, ich bin in einer Welt aufgewachsen, in der es immer geheißen hat, Scheiß, bitte Nationalität einfügen. So, verschiedene Nationalitäten, völlig irrelevant, welche Nationalität. So, mit solchen Menschen bin ich aufgewachsen. Aber ich habe mich nie daran gehalten. Ich bin mit Russen aufgewachsen, ich bin mit Türken aufgewachsen, ich habe mit Punks rumgehangen, ich habe auch mit Leuten anderer nicht so schönen Szenen rumgehangen in meiner Jugend, weil ich auch keine Ahnung davon hatte, weil einfach das alle gemacht haben.
Ja, hör einmal an, was sind das denn für Aussagen auf einmal? Gibt der feine Herr hier das etwa zu, was ich schon seit längerer Zeit sage, dass er in seiner Jugend, also nicht Kindheit, sondern Jugendzeit, er mit dieser strammrechten Gruppe um die Häuser gezogen ist? Das wurde ja immer wieder von ihm runtergespielt und verneint, von wegen, diese ganzen Storys sind alle Schwachsinn. Und was jetzt hier gesagt wird, hört sich auf einmal schon wieder ganz anders an. Ha, ich bin ja begeistert, dass ich sowas noch erleben darf. Jetzt erinnere ich mich aber gerade an die Aussage, dass du doch meintest, dass du mit 14 oder 16 schon so reif gewesen bist, als es jetzt um diese TikTok-Debatte ging letztens. Aber jetzt hier sagst du, du warst halt der Mitläufer, der noch nicht reif genug war, sich selbst eine Meinung zu bilden? Ja, wenn das mal nicht stark nach Doppelmoral riecht, oder was meint ihr dazu? Aber das hat alles nichts damit zu tun, wie ich bin oder wer ich bin. Ich sage euch schon seit 10 Jahren, ihr kennt den echten Rainer Winkler nicht. So, ihr wisst die Fakten vielleicht über mein Leben, vielleicht auch nur ein Teil, aber ihr kennt noch immer nicht meine Persönlichkeit. Ja, ich bin dumm. Bin ich definitiv, aber ich bin auch nur ein kleiner Junge aus einem kleinen Kackkaff mit nicht einmal 70 Einwohnern. Wir hatten nicht mal 70 Einwohner in unserem Dorf. Und als ich jung war, hatten wir nicht mal 50 Einwohner. Und das ist eine Ausrede dafür, dass man dumm ist? Ich bin auch sehr ländlich aufgewachsen, aber würde mich jetzt nicht unbedingt als dumm bezeichnen. Auch nicht hochbegabt, aber halt ein ganz normaler Typ. Auch mit einem ländlichen Leben. Das ist auf jeden Fall kein Maßstab dafür, ob man im Leben viel lernt oder nicht, beziehungsweise eine intrinsische Motivation entwickelt, sich zu verbessern und sein Leben ordentlich zu gestalten. Für mich hört sich das schon wieder so an, so nach dem Motto, dass man die eigenen Fehler nicht zugeben möchte, sondern wieder irgendeine Ausrede braucht und dann ist es halt so, dass man zwar dumm ist, aber dafür das Leben auf dem Dorf natürlich verantwortlich ist. Wir kennen es ja, Narzissten begehen keine Fehler, Schuld ist immer jemand anderes. Das sind erst im Laufe der Jahre Leute dazugezogen, die eingeheiratet haben oder Kinder bekommen haben. So, ich glaube 58 Menschen waren mal, als ich klein war. Dann sind auch zwischendurch wieder welche gestorben, dann sind welche zugezogen. Versteht ihr? So, und mein Leben hat sich nur in diesem Dorf abgespielt und in der Umgebung des Dorfes. Deswegen bin ich einfach vielleicht geistig auch ein bisschen zurückgeblieben oder wirke zurückgeblieben, was nicht heißt, dass ich dumm bin. So. Dennoch ist es auch so, dass viele meiner Einstellungen, die ich habe, oder viele Einstellungen, die ich vielleicht hatte, oder vielleicht Aussagen, du bist nicht dumm. Doch, ich bin dumm. Aber ich habe kein Problem damit, dass ich dumm bin, weil ich bin ein Mensch, der sich entwickeln kann. Das ist genau das, was ich seit 10 Jahren sage. Ich bin ein Mensch, der sich entwickeln kann. Ein Mensch kann sich entwickeln. Das könnt ihr, das kann ich, das kann jeder. Ja, generell pflichte ich dir dabei, allerdings habe ich bei dir ehrlich gesagt den Glauben schon aufgegeben, weil du doch sehr stur bist. Gerade was die Fehler angeht, die du gemacht hast und aus denen du eigentlich lernen müsstest. Das hört sich bei dir halt immer wieder schön nach dieser Hausfrauenpsychologie und Sprüchen aus dem Abreißkalender an. Denn du musst dich auch irgendwie dran halten. Das nur zu sagen, hilft halt nicht. Du musst es auch umsetzen. Wo ist denn deine Entwicklung in den letzten Jahren? Da sehe ich im Moment nicht ganz viel, außer dass du versuchst, deine Emotionen nicht mehr vor der Kamera zu zeigen. Das ist aber meiner Meinung nach kein Entwicklungsschritt, sondern einfach eine Schauspieleinlage, um deine Wut nicht mehr im Internet zu präsentieren. Ein Fortschritt wäre aber, wenn du dein Leben so in den Griff bekommst, dass du gar nicht mehr wütend wirst. Aber das Vorspielen anderer Emotionen ist keine Persönlichkeitsentwicklung. Umso älter man wird, umso schwerer fällt einem die Entwicklung. Aber das ist meiner Meinung nach auch nichts, was irgendwie aufs Alter begrenzt ist. Nur weil ich jetzt über 34 bin, heißt das für mich nicht, dass ich mich nicht weiterentwickeln kann. Ich kann mich trotzdem weiterentwickeln und ich kann trotzdem meine Entwicklung vorantreiben. So, und ich habe mich Nur im letzten Jahr habe ich mich so viel weiterentwickelt wie in den letzten 10 Jahren nicht. Einfach, weil einfach meine komplette Umgebung anders ist. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ich hoffe, er zählt mal ein paar Beispiele auf, in denen er sich weiterentwickelt hat. Aber nun bitte keine Beispiele von wegen, früher habe ich Schwipschwapp getrunken, heute nur noch Mezzomix. Ich habe zum Beispiel mega Panik gehabt, mich mit Zügen auseinanderzusetzen. Nicht, weil ich Angst vor den Zügen habe, sondern weil ich mit diesen Plänen nicht zurechtgekommen bin. Gut, man muss dazu sagen, heutzutage ist es mit dem Internet ganz praktisch, Dankeschön Merlin, mit dem Internet ganz praktisch, weil man hier, kann ich Musik wieder anmachen? Natürlich nicht. Mit dem Internet ist es ganz praktisch, weil es Apps gibt. Es gibt Apps für die Deutsche Bahn zum Beispiel. Da steht dann drin, wann man wohin fahren muss. Da ist auch mittlerweile so, dass man das Ticket online kaufen kann. Es ist alles praktischer. Ja gut, früher gab's halt Karten. Ist halt mit Apps praktischer, aber auch ohne geht das halt auch. Aber okay, den Punkt gebe ich ihm, weil Ängste können auch irrational sein und wenn der Ängste besiegt hat, okay, dann ist das eine Weiterentwicklung, die ich respektieren kann. Trotzdem würde ich gerne noch eine charakterliche Entwicklung sehen, wo du dich halt von normal auf gut verbessert hast. Halt was, wo du was Positives dazu gewonnen hast. Nicht nur was Negatives nun weglässt vom Verhalten. Weil, wenn ich mir das so überlege, da würde mir auch nicht ganz viel einfallen. Na gut, vielleicht hören wir ja noch was.
Und das ist nur eines von vielen Sachen. Auch in meinen Streams versuche ich mich ja momentan besser zu artikulieren. Ich versuche mich besser zu verhalten. I learn more English to this day. Oder to the days. Wie auch immer. Ich versuche auch Englisch mit mehr Englisch zu verständigen. I will talk with you of English. Ja? Oder so ähnlich. Ich versuche mein ganzes Leben zu verändern. Ich versuche mich weiterzuentwickeln. So. Und das ist das, was ich seit 10 Jahren sage. Die Hater sind stehen geblieben. Er sagt doch zu allen Gästen wirklich, die kein Deutsch sprechen, dass er ja nur Deutsch spricht und wirft dir dann gleich wieder raus. Du hast so gut wie nie in deinen Streams Englisch gesprochen. Vielleicht ein oder zwei Mal als absolute Ausnahme, wenn du mit dem Kick-Moderator irgendwie interagieren musstest. Aber du kannst dich doch wohl jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, ich rede ja auch in meinen Streams viel mehr Englisch jetzt. Das stimmt halt null. Und besser zu artikulieren, nein, du versuchst deine Gefühle einfach nur nicht zu zeigen und meinst, das wäre eine Weiterentwicklung. Für die Zuschauer, die dich aber kennen, kommt das nur als Schauspiel rüber. Bestes Beispiel war doch das Big Match gegen Merlin damals, was glaube ich kurz vor dem Stream hier jetzt war, wo du haushoch verloren hast und dann meintest du ganz schnell von wegen, ja, ich muss jetzt auch ganz schnell weg. Und das alles nur, damit du deine Tränen nicht zeigen wolltest. Das ist halt keine Weiterentwicklung, das ist ein Verstecken der Emotion, die du sonst im Stream rausgelassen hast. Eine Weiterentwicklung wäre in deiner Situation jetzt hier gewesen, dass du dich empathisch verhalten hättest und dich gefreut hättest für einen Freund, der gewonnen hat. Das wäre eine Weiterentwicklung. Ein hinter der Kamera weinen, anstatt vor der Kamera zu weinen, ist keine Weiterentwicklung, wie du es hier verkaufen möchtest. So, wartet mal kurz. Ich blockiere gerade mal Forever. Der ist gerade reingekommen. Hat einen bestimmten Grund, warum ich ihn blockiere. Der hat nämlich gestern bei Merlin ganz schön Mist erzählt. Ja, darüber können wir ja auch einmal sprechen. Forever war nämlich die Person, die am Tag vorher Merlin zum Sieg im Big Match verholfen hat. Und nun wird er ganz plötzlich gebannhammert, weil er Mist erzählt. Kann es sein, dass das vielleicht eher so ist, dass du denjenigen wegbannst, die lieber andere als dich unterstützen, vor allem in sowas, was für dich sehr wichtig war, wie dieses Big Match? Wenn Camping Dude bei Birella spendet, dann ist das ganz okay, weil er gibt dir auch noch was. Aber wenn jemand bei einem Big Match eher den Gegner unterstützt als dich, oh Mann, dann ist das in deinen Augen aber schon unentschuldbar und dann wird das halt mit dem Bannhammer bestraft. Naja gut, dann kommt viel Hausfrauenpsychologie, aber einen Punkt will ich hier nochmal gerade ansprechen, denn über eine Aussage habe ich mich auch ein wenig gewundert. Das war falsch ausgedrückt. Es ist vielleicht wirklich ein Fehler gemacht, Fehler gewesen, YouTube zu machen. Dankeschön, Hund. Es war vielleicht wirklich ein Fehler, YouTube zu machen, aber wenn ich diesen Fehler nicht gemacht hätte, wäre ich nicht hier. Ich würde heute nicht mit euch reden, ich würde keine Streams machen, ich würde keine Videos machen. Und all das, was in den letzten 10 Jahren gewesen ist, wäre nicht passiert. Genau, du hättest vielleicht eine Frau, dein Haus noch, deinen Führerschein noch, dein Auto noch, vielleicht nun sogar schon Kinder. Stattdessen sitzt du jetzt in irgendeinem Keller und gehst im Moment genauso wenig raus, wie damals, als du noch am ASB gewohnt hast. Und das ist halt keine Weiterentwicklung, sondern genau der gleiche Stand wie vor 10 Jahren, eher noch schlechter. Und du hättest den anderen Weg ja einschlagen können, immer und immer wieder, wolltest du es aber nicht. Aber dass er einsieht, zumindest zum kleinen Teil, dass YouTube vielleicht ein Fehler war, auch wenn er ihn nicht ändern würde. Ja, nee, ich wollte schon eigentlich sagen, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber wenn er sich selber einredet, es ist kein Fehler, weil sonst wäre er ja nicht der, der er jetzt ist, ist das halt auch kein richtiger Schritt. Das ist einfach nur das Selbst in die Tasche lügen, um irgendwie mit den Fehlern und Unzulänglichkeiten der letzten Jahre zurechtzukommen, ohne seinem Gehirn eingestehen zu müssen, dass man das alles selbst in den Sand gesetzt hat und im Endeffekt dann ganz unten angekommen ist. Das Schlimmste an diesem Stream ist aber nun eigentlich, dass er sich immer und immer weiter in seinen Gedanken verliert und den eigentlichen Bezug zum Thema jetzt komplett verliert. Wie erkläre ich das? Ich will das auf keinen Fall so hinstellen, als würde ich wieder versuchen, hier mich als besonders hinzustellen, weil das will ich nicht machen, das will ich auch nicht sein. Aber ich habe manchmal das Gefühl, in der Zukunft wird irgendwann jemand auf meine Situation zurückschauen und dann vielleicht sich dadurch beeinflussen lassen. Wisst ihr, was ich meine? Dass es dann nicht wie eine Sekte oder nicht wie ein Kult oder sowas ist, sondern Und ich glaube nicht, dass ich alleine daran schuld bin, sondern ich glaube, dass es auch aufgrund der Situationen, der ganzen Hater und so weiter passiert. Diese ganzen Menschen, die in Massen versuchen, mich daran zu hindern, mein Leben zu führen und ich dadurch unabsichtlich, das ist die richtige Aussage, dass ich dadurch unabsichtlich für manche Menschen zu jemanden werde, was ja auch schon viele gesagt haben, wie eine Art Vorbild werde oder wie eine Art Vorbild fungiere, weil ich mich halt nicht dadurch beeinflussen lasse, weil ich mich nicht dadurch niedermachen lasse. Versteht ihr, was ich meine? Das ist bescheuert ausgedrückt. Ich sehe schon die Videos von Ofenkäse. Schaut mal, er hält sich wieder für Gott. Nein, darum geht's überhaupt nicht. Es geht nicht um Gott, es geht nicht um den Teufel, es geht nicht um irgendeinen Quatsch davon.
Schaut mal, er hält sich wieder für Gott. Nee, lieber Rainer, das hätte ich nun garantiert nicht gesagt, weil das gar nicht meine Intention ist, denn ich will viel lieber auf das Gesagte eingehen, denn da lagst du gar nicht so weit daneben. Zuerst aber noch der Punkt, ich finde es super, wirklich richtig, richtig super, dass du dir, bevor du Sachen aussprichst, erstmal denkst, wie sage ich das am besten, damit Ofi das nicht anders auffassen kann und das wieder anders wiedergibt. Wirklich absolut klasse. Ich hoffe, du erhöhst die Miete im Penthouse in deinem Kopf nicht noch weiter, dass ich dann noch sehr lange weiterleben kann. Aber mal zu dem Gesagten. Du meinst ja, dass du in der Zurückbetrachtung irgendwann mal als Vorbild gelten kannst. Und zwar nicht als göttliches Vorbild, sondern einfach als Vorbild, was sich nicht nur an dir ausrichtet, sondern an der ganzen Situation, auch um dich herum. Habe ich verstanden und das ist zum, ja, ich würde mal sagen, 80% vielleicht richtig. Denn es werden Leute in die Vergangenheit mal blicken und dich als Vorbild nehmen. Der ganz große Unterschied ist aber, sie werden dich nicht als Vorbild nehmen, was man nacheifern sollte, sondern man wird zu dir hinschauen und sagen, das wird die böse Gute-Nacht-Geschichte, die man den Kindern vielleicht erzählen sollte, wenn sie unartig waren. Geht ordentlich zur Schule und lernt einen Beruf. Du willst ja nicht wie der Streamer aus Emskirchen enden. Das machen die Leute nämlich jetzt schon. Ich habe so viele Kommentare unter meinen Videos. Wirklich, unter fast jedem Video finden sich Kommentare, wo die Leute schreiben, ich habe echt ein schweres Leben in meinem Job und das ist alles hart und so weiter. Aber ich weiß, ich stehe jeden Morgen auf, weil ich nicht so enden möchte wie der ehemalige YouTuber. Dafür lohnt es sich aufzustehen und jeden Tag seinen Job zu machen. Und das ist der Grund, warum sich später noch Leute an dich erinnern werden, denn das tun viele jetzt schon, denn jeder kann sehen und sich denken, puh, mit meinen Finanzen muss ich gut aufpassen und da ordentlich mit umgehen und nicht so verschwenderisch wie der Reini sein mit seinem Hausverkauf, sonst bin ich irgendwann auch komplett pleite und muss um Spenden betteln. Du dienst schon als Vorbild, aber als abschreckendes Vorbild, wie man nie enden möchte. Und wenn du das in deine Erklärung mit einbauen würdest und deine Selbstlügen von wegen, die ändern sich, weil ich mich nicht unterkriegen lasse, dann streichen würdest, dann würde ich das auch so unterschreiben. Und dadurch werde ich wohl, wird mein Name zu einem Namen, der vielleicht auch in der Zukunft weiterhin existieren wird. Das meine ich damit. Wisst ihr? Weil es gibt ja auch Schauspieler, die schon vor 20, 30, 40 Jahren gestorben sind. Nur ein Beispiel. Und die aber auch heute noch bekannt sind. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, aber Charlie Chaplin zum Beispiel ist ja auch schon lange tot. Aber man erinnert sich bis heute an ihn. Und es geht nicht nur um Schauspieler, es geht auch um andere Menschen, die einfach ihren Platz in der Geschichte eingenommen haben. Aber keiner von, es gibt bestimmt den einen oder anderen, ja, gerade im Mittelalter oder in den vormittelalterlichen Zeiten, aber es gibt ja wirklich Menschen, niemand erinnert sich heute noch an die Soldaten, die in Troja gekämpft haben. Außer, dass es Soldaten gab, die in Troja gekämpft haben. An wen man sich aber erinnert zum Beispiel ist Achilles. Es war so klar, dass er wieder auf Filme zurückgreifen muss. Er hat 100 pro Troja gesehen und sich das gemerkt, weil er, als er das schon Anfang jetzt erzählt hat, ist mir sofort Troja mit Brad Pitt in den Sinn gekommen. Denn da gibt's diese eine Szene, wo die Mutter von Achilles ihm sagt, sowas ja sinngemäß irgendwie, von wegen, wenn du zu Hause bleibst, wirst du eine Familie haben, Frieden finden, Kinder haben, Enkelkinder haben und du wirst ein alter Mann werden und deine Kinder werden sich an dich erinnern und deine Enkelkinder werden sich an dich erinnern und dann wirst du irgendwann in Vergessenheit geraten. Wenn du aber nach Troja gehst, wird dein Name für tausende Jahre unvergessen bleiben, aber du wirst in der Schlacht fallen. Und genau das ist halt dieser fiktionale Gedankengang, den der Profi-Streamer jetzt hier gerade hat und machen möchte. Er ist der Held in seiner Story und wenn er untergeht, geht er halt unter. Aber Hauptsache, die Leute erinnern sich dann an mich. Aber nein, lieber Junge, das ist ein fiktionales Werk. Troja basiert auf der Geschichte von Homer und ist Fiktion. Und nehmen wir mal an, das war wirklich so. Wie um alles in der Welt glaubst du denn, du wärst mit deinem Betteln nach Geld auf TikTok und diesem Versuch, auf Kosten deiner selbst geschaffenen Situation irgendwie Geld zu scheffeln? Irgendwas Besonderes auf der Welt. Klar, du treibst es mit deiner Aktion halt immer auf die Spitze und bist daher natürlich in diesem Bereich schon irgendwie ein bisschen was Besonderes, aber das ist doch nicht bezogen auf die Welt was Besonderes. Das ist einer von ganz vielen Influencern mit der Taktik, dass er es halt sehr weit treibt. Das hat mit der Weltgeschichte nichts am Hut. Und in 100 oder 200 Jahren kräht kein Hahn mehr danach. Du wirst kein Achilles werden, da muss ich dich leider enttäuschen. Du wirst nicht mal als Held dein Ende finden, zumindest nicht so, wie du es hier halt vorstellst, wenn du so weitermachst. Trag etwas für die Gesellschaft bei, dann kannst du das natürlich auch noch ändern in deinem Leben. Aber so, mit deiner Tätigkeit des Provozierens und des dann Geld herausziehens aus dieser Situation, die dir als Gegenwind entgegenkommt, wirst du niemals in die Weltgeschichte eingehen. Sorry. Für mich ist nicht wichtig, ob ich irgendwo Recht habe oder Unrecht habe. Für mich ist auch nicht wichtig, was alles so passiert ist. Ich will einfach nur mein Leben leben. Ich will im Idealfall mit niemandem aneinander geraten. Ich möchte mich, wenn ich könnte, würde ich mich gerne mit jedem Menschen verstehen. Und das trifft auch auf Ofenkäse und Mimon und was weiß ich alle zu. Ich will mit niemandem Stress. Ich habe in Deutschland Meinungsfreiheit. Das gleiche gilt für euch.
Jeder kann sagen und denken und machen, was er möchte, solange er niemand anderen damit schadet. Aber meine Meinungsfreiheit, meine Äußerungen, die ich treffe, schadet niemanden. Aber die Taten und auch die Meinungsäußerung anderer über meine Meinungsäußerung schadet mir und auch vielen anderen um mich herum. Und genau da liegt der Fehler. Ja, der Fehler ist schon in deiner Erklärung. Du sagst, deine Meinungsäußerung schade niemandem. Du warst zum Beispiel auch der Meinung, dass die Handynummern von den Kritikern alle geleakt werden dürfen. Oder du warst der Meinung, dich über Excels Alkoholproblem lustig zu machen. Oder. Soll ich noch mehr Beispiele aufzählen, wo du Leuten mit deinen Äußerungen schadest, weil du zum Beispiel beleidigst? Deine Meinungsäußerung schadet sehr wohl Leuten. Meine Meinungsäußerung schadet dir möglicherweise auch. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber das ist natürlich trotzdem eine erlaubte Meinungsäußerung, weil ich hier Sachen erzähle, die ich mit Beispielen belegen kann. Wie zum Beispiel die Aussage, dass deine Meinungsäußerung oft Leute verletzt. Das habe ich begründet mit Beispielen, zum Beispiel Excel, und daher ist es eine begründete Meinungsäußerung. Du bringst aber keine Beispiele bei deinen Meinungsäußerungen. Du sagst zum Beispiel in der Reaction auf mein Video damals sowas wie, ja, Ofi, lächerlich, bist ja Ü40 und hast vermutlich eine Glatze. Das ist einfach eine Beleidigung und keine Meinungsäußerung. Daher, deine Meinungsäußerung, so wie du sie darstellst, ist ganz oft verletzend und du merkst es sogar nicht mal. Ich sage auch immer, Wenn ich immer sowas lese oder sowas in Dokumentationen sehe, wie wir wissen, dass es so und so viele Elemente gibt, dann sage ich, nein, wisst ihr nicht. Ihr glaubt oder ihr wisst bis jetzt. Das ist die richtige Aussage. Eine falsche Aussage ist zu sagen, ich weiß, denn das tut man nicht. Man weiß nur, wie die Situation jetzt ist. Zum Beispiel, und das ist aber ein Gedankengang, deswegen sage ich, ich unterscheide mich von meinen Gedankengängen von vielen Leuten. Es heißt, unsere Naturgesetze, die auf unserem Planeten gelten oder auch in unserem Sonnensystem gelten, diese Naturgesetze, ja, es gibt keine Magie und bla bla bla, was weiß ich alles, oder keine übernatürlichen Kräfte, das ist alles nur, soweit wir es wissen, aufgrund unseres, und dazu muss man wirklich sagen, unterentwickelten, Verstandes oder aufgrund unserer unterentwickelten Intelligenz, und das muss man wirklich so sagen, ist es unser Sachverstand. Ja, und jetzt driftet er langsam in den Teil ab, wo es dann wirklich Kopfschmerzen bereitet. Nämlich den Teil der Astrophysik und Ähnlichem. Und natürlich ist kein Gesetz der Physik unfehlbar. Alles könnte immer widerlegt werden. Und das ist ja auch der Grundsatz von der empirischen Forschung. Die Widerlegbarkeit muss bei allem gegeben sein. Ein empirisch-wissenschaftliches System muss an der Erfahrung scheitern können. Und das ist ja auch so in der Wissenschaft. Das ist ja nun aber nichts Neues. Das ist halt Wissenschaft, wie wir sie alle verstehen. Dass du es jetzt so hinstellst wie, hey, schaut mal, ich sage, Wissenschaft kann auch widerlegt werden, ist halt absolut normal und nicht so, wie du es darstellst, irgendwas Besonderes, wo du dich in deinem Gedankengang von irgendwelchen Leuten unterscheidest. Warum sage ich unterentwickelt? Für unsere Verhältnisse sind wir weit entwickelt. Aber jemand anderes in einem anderen Universum, in einer anderen Galaxie, in einem parallelen Universum oder wie auch immer, was es alles gibt oder nicht gibt, sind ja alles Theorien und dann doch Wahrheiten und alles. Wir kommen aus unserem Sonnensystem aktuell nicht raus. Unser Sonnensystem, man kann Drohnen schicken und alles, ja, und was weiß ich, aber das dauert so viele hunderte von Jahren, bis es da weiterkommt und was weiß ich. Nein, Voyager 1 ist, glaube ich, 1977 geschickt worden und ich meine, 2012 ist die aus dem Sonnensystem raus gewesen, also 35 Jahre, keine hunderten von Jahren. Und solche Aussagen bereiten mich dann wirklich auf physische Schmerzen, wenn sowas halt wieder so verallgemeinert wird, wie von wegen, ja, das dauert halt hunderte Jahre, bla bla bla. All das, was da draußen so existiert. Wir kommen ja momentan bis zum Mond und zurück, wir kommen sogar bis zum Mars und bis zurück. Aber dann gibt es ja noch in Pluto und der Pluto ist ja der äußerste Planet, Mond, wird ja immer hin und her deklariert. Nein, auch ganz falsch. Pluto war nie ein Mond. Pluto war ein Planet und ist dann zum Zwergplanet geworden und das ist er seitdem immer noch. Da gibt's kein Hin und Her. Er war Planet, jetzt Zwergplanet. Und dann ist alles gleich geblieben. Ende. Und das ist halt geändert worden, weil es noch ganz viele andere Kleinstplaneten hinter Neptun gefunden wurden und man die dann alle hätte entweder mit aufnehmen müssen oder man sagt halt, unter einer bestimmten Größe sind es Zwergplaneten und zählen nicht mehr zu den normalen Planeten des Sonnensystems. Aber Pluto war niemals Mond. Wenn er sowas sagt, ist das schon wieder wie Fingernägelkratzen auf der Tafel. Ich weiß gar nicht, ob er momentan ein Mond ist oder ein Planet. Jedenfalls, wir wissen ja nicht mehr, ob es da wirklich Leben gibt. Aber sagen wir mal, unsere Blase. Das hier ist unsere Blase. Dankeschön. Sagen wir mal, das hier ist unsere Blase. Und das ist unser Sonnensystem in dieser Blase. Ne? Alles, was in dieser Blase ist, ist unser Sonnensystem.
die Naturgesetze, auf die wir uns stützen, Wasser, Licht, Sonnenschein, Feuer, Energien, in welcher Form auch immer, Blitz, Radiowellen und was weiß ich alles, das alles existiert in dieser Blase. Hat er nun gerade Wasser als Naturgesetz bezeichnet? Nein, 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 nein. Ich bekomme gerade wieder schon so ein nervöses Zucken am Auge. Kennt ihr das? So. Und alles, was innerhalb dieser Blase ist, ist diesen Naturgesetzen unterworfen. Man kann auch sagen, theoretisch gesehen wäre es nur unser Planet. Ne? Das ist ja dann noch ein kleineres Stück. Das hier ist unser Planet. Ne? Das ist dieser Planet, der in unserem Sonnensystem existiert. Die Naturgesetze, die auf unserem Planeten gelten, die müssen zum Beispiel schon auf dem Mond oder auch auf dem Mars gar nicht mehr gelten. Doch, gelten sie. Auf dem Mond gibt es genau die Schwerkraft, die unsere Forscher mit ihrer Wissenschaft über die Naturgesetze vorhergesagt haben. Daher kommt ja die Annahme, dass Naturgesetze überall gleich sind. Natürlich können wir es nicht beweisen, ob es nicht irgendwo ein schwarzes Loch gibt, das oder dunkle Materie oder irgendwie sowas Unentdecktes, die das irgendwie ändern in Zukunft. Das ist klar. Aber anhand aller Daten, die wir zum Beispiel aus 13,7 Milliarden Lichtjahren Entfernung, der weitesten Entfernung, die das James-Webb-Teleskop erkennen kann, mitbekommen, deutet alles darauf hin, dass Naturgesetze konstant sind. Daher ist deine Aussage falsch, denn du behauptest, die müssen auf dem Mond zum Beispiel nicht mehr existieren und in Wirklichkeit existieren sie da aber und somit gibt es keine Beweise für deine Theorie. Daher nochmal, Wissenschaft muss natürlich widerlegbar sein, aber nur anhand von Fakten. Das ist empirische Wissenschaft und keine Pseudowissenschaft, die du hier gerade verbreitest. Es ist nur aufgrund unseres begrenzten Verstandes, unseres begrenzten Wissens. Begrenztes Wissen ist hier die beste Aussage. Vielleicht habe ich recht, vielleicht habe ich Unrecht. Jetzt kann ich natürlich sagen, ich kann eine Theorie aufstellen, wohlgemerkt eine Theorie. Es gibt einen Planeten, der knapp außerhalb unseres Sonnensystems in einem angrenzenden Sonnensystem ist. Also wir sind ja im Sonnensystem der Milchstraße. Und außerhalb unseres Sonnensystems... Boah, das Sonnensystem der Milchstraße. Ich glaube, ich habe heute auch vergessen, meine Blutdrucktabletten zu nehmen. Fällt mir jetzt gerade so ein. Also um es einmal richtig zu stellen, denn ich glaube, er schmeißt die Begriffe noch mehrmals durcheinander und vielleicht schaut er das ja auch nochmal zu und lernt dann diese Begriffe. Wir sind im Sonnensystem, das sind die Planeten um die Sonne, daher Sonnensystem. Es gibt andere Sonnensysteme um uns herum, die sind aber extrem weit weg. Der nächste ist etwas über 4 Lichtjahre entfernt und ist Alpha Centauri, das ist der Name des Systems. Die Sonne da drin heißt Proxima Centauri, das ist der nächste Stern. Diese beiden Sterne, also unsere Sonne und Proxima Centauri, sind zwei von, weiß nicht, 100 Milliarden, berichtigt mich, wenn es irgendwie falsch ist, in der Milchstraße. Die Milchstraße ist eine Galaxie und von den Galaxien gibt es zurzeit auch im beobachtbaren Universum nochmal irgendwie 200 Milliarden. Also, Stern, System, Galaxie, Universum, um es mal einfach zu halten. Und wenn du jetzt sagst, knapp neben unserem Sonnensystem, ganz knapp außerhalb, dann kann ich dir gleich sagen, nein. Zwischen unserem Sonnensystem und dem nächsten Sonnensystem liegen mehrere Lichtjahre, was eine gewaltige Entfernung ist. Also nichts knapp daneben. Oder wir sind in der Galaxie-Milchstraße, glaube ich, war es ja nicht Sonnensystem, sondern Galaxie-Milchstraße. Es ist ja so, wir haben ja Planeten. Dann haben wir ja Sonnensystem, dann haben wir die Galaxie und dann kommt das Universum. Ja, okay, ich hätte mir den Rant sparen können. Ja, wie gesagt, ich schaue hier jetzt vieles davon gerade auch zum ersten Mal, wo ich das jetzt aufnehme. Aber ich bin begeistert. Das bitte nun so beibehalten, sonst macht mein Herz hier noch irgendwann schlapp gleich. So, nach unserem Verständnis. So, also sagen wir mal, wir sind jetzt in der Galaxie, oder wir sind jetzt im Sonnensystem Milchstraße. Aber in unserer Galaxie gibt es mehrere Sonnensysteme. Und jetzt sagen wir mal so, wir haben hier das Sonnensystem Milchstraße. Was? Nein! Du hattest es doch gerade richtig. Es gibt kein Sonnensystem Milchstraße. Milchstraße ist der Name der Galaxie, wo das Sonnensystem enthalten ist. Junge! Das hier ist die Milchstraße. Und das hier ist das Sonnensystem, was neben der Milchstraße ist. Nennen wir es mal... Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie das heißt. Ich weiß nur, dass unser Sonnensystem Milchstraße heißt. Keine Ahnung, sagen wir mal, das ist das Sonnensystem Grüner Fluss. Unser Sonnensystem heißt Milchstraße. Oh, bitte gib mir den Gnadenschuss. Wirklich, ich liege hier mit dem Kopf auf der Tischplatte und dann kommt noch sowas wie, und das hier ist das Sonnensystem, was neben der Milchstraße ist. Nein, neben der Milchstraße ist eine andere Galaxie, kein Sonnensystem. Ach, ich werde echt zu alt für diese Sachen. Die haben ja alle so komische Namen. Also, Sonnensystem Milchstraße, Sonnensystem Grüner Fluss. So. Hier ist der Pluto und hier ist ein anderer Planet.
Die zwei Planeten sind in zwei verschiedenen Sonnensystemen. Aber dieses Sonnensystem ist getrennt. So, auch wenn es direkt, nee, selbst wenn die Planeten nicht mal so weit von unseren, voneinander entfernt sind, als Beispiel, gehen wir vom Planet Pluto aus, auch wenn es vielleicht das Sonnensystem ist, dann ist es ja so, aufgrund dessen, dass die schon getrennt sind voneinander, herrscht auf dem Planeten schon Leben. Aber auf dem Planeten nicht. Was? Okay, das meint er doch jetzt nicht ernst, oder? Diese Stelle habe ich jetzt noch nicht vorher gesehen und hatte jetzt gerade so diesen Gesichtsausdruck wie in diesem Meme, weil ich dachte, ich habe mich gerade irgendwie verhört. Also zuallererst, die Planeten von verschiedenen Sonnensystemen sind Lichtjahre voneinander entfernt. Da ist nichts direkt nebeneinander. Und wieso sollte auf dem einen Leben existieren und auf dem anderen nicht, wenn sie nah beieinander wären? Was? Warum? Weil auf diesem Planeten eine andere Umgebung herrscht wie in diesem Sonnensystem. Also das Sonnensystem Milchstraße, Sonnensystem grüner Fluss. Und im grünen Fluss-Sonnensystem herrscht viel mehr Leben als im Sonnensystem Milchstraße. Warum? Weil es einfach so ist. Also ich weiß nicht, worauf er hinaus möchte und habe mich jetzt eigentlich auf seine Erklärung gefreut, um meine Verwirrung so ein bisschen zu minimieren, aber seine Erklärung ist, weil es halt so ist. Ja, okay, Herr Professor, ich dachte, du bist der Meinung, dass wir nicht alles wissen und nur das sagen, was wir im Moment zu wissen glauben. Da ist diese Aussage, weil es halt so ist, schon ein wenig unwissenschaftlich. Also ich muss echt festhalten, dieses Video ist echt härter, als ich gedacht habe. Oder sonst ist die Milchstraße, Galaxie-Milchstraße, wie auch immer. Ihr wisst, was ich meine. Das muss nichts heißen. Vielleicht ist es so, vielleicht auch nicht. Deswegen sage ich, ich habe andere Ansichten darüber. Ich habe kein Problem damit, wenn die Fakten als Fakten dargestellt werden, weil sie wirklich Fakten sind. Aber immer zu sagen, Fakt ist, der Himmel ist blau. Vielleicht gibt es irgendwo da draußen andere Lebewesen, die auch einen blauen Himmel haben, aber sagen, der Himmel ist grün. Und dann ist aber bei denen das so, weil es bei ihnen grün heißt. Oder die haben andere Bezeichnungen für die verschiedenen Partikel im Universum. Ja, dann könntest du auch sagen, wie in Deutschland sagen, der Himmel ist blau, liegen dann aber falsch, weil in den USA sagen sie ja, der Himmel ist blue. Das, worauf du dich hier gerade stützt, ist Sprache. Das hat auch nichts mit zum Beispiel Naturgesetzen zu tun. Denn die sind gleich, egal welche Sprache man benutzt. Ich weiß gar nicht, wer es war. Ich glaube, Lesch wahrscheinlich. Der hat das mal gesagt, wie er mit einem Außerirdischen kommunizieren würde. Er würde halt keine Gestik, Mimik oder Sprache verwenden. Er würde zum Beispiel eine geometrische Form malen, wie zum Beispiel ein rechtwinkliges Dreieck, dabei eine Seite auslassen und der Außerirdische die fehlende Seite malen lassen. Denn solche mathematischen Formen sind universal. Man muss ja irgendwie eine gemeinsame Sprache finden, um Sachen zu benennen. Und da eignen sich zum Beispiel neben halt solchen mathematischen Formen auch zum Beispiel Naturgesetze. Denn Gravitation wird es in allen Galaxien auch geben. Das sehen wir ja durch unsere Teleskope. Und wenn es keine Gravitation geben würde, dann würden sie sich nicht alle um ein Zentrum herum bewegen, diese anderen Galaxien. Man sagt immer, dass man das ganze Universum in bestimmte Atome aufteilen kann. Okay, das ist ja vielleicht möglich. Aber nur weil es eine bestimmte Anzahl von Atomen gibt, heißt es nicht, dass diese Atome oder Elemente, in welcher Form auch immer, im ganzen Universum verteilt sein müssen oder aufs ganze Universum zutrifft. Dafür ist das Universum viel zu groß, das kann man gar nicht nachprüfen, zumindest im Moment nicht. Vielleicht gibt es in ein paar hunderttausend Jahren mal die Möglichkeit dazu, sollten wir so lange leben, weil die Sonne irgendwann in die Luft fliegt. Nein, auch falsch. Nicht ein paar hunderttausend Jahre, sondern 6 Milliarden Jahre, bis die Sonne halt seinen Treibstoff aufgebraucht hat. Aber das ist zum Beispiel das Nächste. Unsere Sonne wird irgendwann ausbrennen und draufgehen. Was machen wir dann? Unsere Sonne ist in unserem Sonnensystem Milchstraße die einzige Sonne, die existiert. Vielleicht entsteht irgendwann eine andere Sonne. Vielleicht wird die Sonne nie ausbrennen. Vielleicht passiert was ganz anderes. Das ist alles nur aufgrund unseres begrenzten Wissens möglich. Also jedes Mal, wenn er sagt, unser Sonnensystem Milchstraße, da klappen sich bei mir die Fußnägel hoch. Wirklich. Alleine schon, wenn er sowas von sich gibt und er dann nicht selber merkt, dass es eigentlich zu dumm ist, was er hier gerade erzählt, aber trotzdem meint, er würde jetzt hier anderen Leute über Astrophysik hier aufklären. Ja, einfach unglaublich das alles. Und deswegen sage ich, man kann nicht immer so sagen. Und deswegen sage ich auch immer, ich habe verschiedene Ansichten über verschiedene Dinge. Und jetzt muss ich nochmal dazu sagen, weil ich sehe jetzt nämlich schon die Gefahr aufkommen, dass Ofenkäse, hallo? Hallo. An dieser Stelle wieder sagen wird, schaut euch mal seine dummen Ansichten an. Ich habe nur Theorien gesagt. Ja, dumme Theorie halt. Dass du zum Beispiel sagst, Naturgesetze wie zum Beispiel Gravitation ist in einem anderen Universum ganz anders als hier.
Nee, können Wissenschaftler durch Experimente zeigen, dass es nicht so ist. Deine Theorie basiert auf einer Meinung ohne jeglichen Beweis. Daher dumm und nicht wissenschaftlich. Ich habe nicht gesagt, dass es Tatsachen sind. Ich habe auch nie gesagt, dass es Fakten sind. Ich sagte lediglich, dass es Theorien sind. Und ihr könnt gerne mal bei Ofenkäse reinschauen. Er wird bestimmt wieder sagen, schaut mal, er hat jetzt wieder gesagt, das ist so und so. Nein, habe ich nicht. Es sind Theorien und es sind lediglich Überlegungen. Theorien und Überlegungen von mir. Das heißt nicht, dass es zutrifft. Aber so viele Dinge, fangen wir mit der Quantenmechanik oder Quantenphysik an, über parallele Universum und was das sicher lässt. All diese Dinge sind nur Theorie. Du schmeißt hier aber auch halt wieder zwei komplett unterschiedliche Sachen durcheinander. Sachen wie Paralleluniversen sind Theorien, die nicht bewiesen sind. Naturgesetze sind bewiesene Theorien, die durch extrem viele Experimente als allgemeingültige Naturgesetze eingestuft wurden. Beispiel Einsteins E gleich mc Quadrat, dass die Masse und die Energie eines Objektes zueinander proportional sind. Und das ist immer wieder in Experimenten überprüft worden und es passt immer und immer wieder. Das ist nicht nur irgendeine Theorie, so wie du es beschreibst, das ist ein allgemeingültiges Gesetz, das wieder und wieder belegt wurde. Es gibt ein paar Sachen, die man faktisch belegen kann, aufgrund unseres begrenzten Wissens. Ich sage wieder begrenzten Wissen. Aber es sind trotzdem in erster Linie Theorien. Man muss nicht davon ausgehen, dass Sachen Fakt sind. Man kann immer davon ausgehen, dass alles, auch unser Verständnis von Sauerstoff, Luft und was weiß ich alles, all diese Sachen sind eigentlich keine Fakten. Es sind eigentlich nur, es sind keine Fakten, sondern es sind Fakten aufgrund unseres begrenzten Wissens. Man muss immer begrenzt dazu sagen, weil wir wissen viele Dinge noch nicht. Zum Beispiel gab es vor, sagen wir mal, rund 30 Jahren, vor rund 40, 50 Jahren, ja? Da gab es im es gibt eine Tabelle von Atomen, so, ne? Es gibt ja verschiedene Arten von Atomen. Atom, Sauerstoff, Wasserstoff, Perloxid, glaube ich. Es gibt eine Tabellarliste für diese ganzen Atome. Periodensystem der Elemente, und ich habe jetzt schon Angst, was er dazu gleich sagen möchte. Und Da drinnen ist eine Auflistung. Das hat auch einen Namen, diese Auflistung. Ich habe es gerade nicht im Kopf. Aber es gibt eine Auflistung dieser ganzen Atome, die wir kennen. Vor 50 Jahren waren darauf aber deutlich weniger, als es heute sind. Und in 50 Jahren werden es vielleicht nochmal doppelt so viele oder sogar noch mehr sein, als die wir heute kennen. Und vielleicht gibt es dann sogar noch Unterschiede zwischen den Atomen. Vielleicht werden bestimmte Atome, es gibt ja immer positive und negative Neutronen zum Beispiel. Ach du meine Güte. Okay, jetzt habe ich alles gehört. Positive und negative Neutronen. Also einmal für dich, weil hier ist es halt wieder dummes Zeug und keine Theorie von dir. Protonen sind positiv, Elektronen negativ und ein Neutron, wie der Name vermuten lässt, ist neutral. Und um einmal auf das Periodensystem einzugehen. Ja, da waren früher viel weniger drauf, weil die halt noch nicht entdeckt wurden. Die Forschung wurde aber immer besser und jetzt ist das Periodensystem vollständig entdeckt. Zumindest mit allen Sachen, die in der Natur normal vorkommen. Da gibt es keine Elemente mehr, die noch entdeckt werden. Es kommen natürlich noch ab und zu mal welche dazu, in ganz hohen Periodenzahlen. Aber das sind halt nur welche, die halt künstlich erzeugt werden und die nicht in der Natur vorkommen. Beispielsweise, ich habe mal gerade nachgeschaut, eines der höchsten Elemente ist Oganesson. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, vielleicht auch Oganesson ausgesprochen. Keine Ahnung, vielleicht passt das ja hier in das Video rein. Ich weiß gar nicht, warum ich das jetzt gerade ausgewählt habe. Das hat zum Beispiel eine Halbwertszeit von 0,89 Millisekunden. Habe ich gerade nachgeschaut. Das ist natürlich nicht vorhanden in der Natur. Alle natürlich vorhandenen Elemente sind erforscht. Und da ist das Periodensystem auch vollständig. Das wird sich nicht mehr ändern, auch in 1000 Jahren nicht mehr. Daher wieder kompletter Quatsch, was du da erzählst. Und bei Atomen ist es genau dasselbe. Vielleicht gibt es auch positive, ich weiß gar nicht, vielleicht gibt es auch nicht. Ich habe damit nicht so viel Erfahrung. Aber das wurde uns im Physikstudium sehr gut vermittelt. In Physik. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Deswegen sage ich, es ist alles aufgrund von Theorien, von Fakten, aufgrund unseres begrenzten Wissens. Ich würde niemals davon ausgehen, weil ich bestimmte Fakten habe, zu wissen, wie etwas funktioniert. Dabei kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass du immer mal wieder gesagt hast, Fakt ist, ich bin nicht derjenige, wenn du zum Beispiel mal wieder irgendeinen Monolog einleiten wolltest. Ich würde immer davon ausgehen, und da zeigt sich wieder, dass ich Freigeist bin, ich würde immer davon ausgehen, es funktioniert aufgrund der Situationen
und aufgrund des Wissens, das wir über diese Situationen haben. Aber wenn wir feststellen, dass eine einzige Kleinigkeit, nach unserem aktuellen Wissen reicht es, wenn ein Atom im Universum sich anders bewegt als eigentlich vorhergesehen und schon verändert sich alles. Ja, ein Atom verändert alles. So. Und man muss natürlich dazu sagen, Atome sind so winzig, dass man die eigentlich, unser Körper besteht ja aus Tausenden, also aus Milliarden von Atomen. Ich weiß gar nicht, wie viele. Das ist auch nur ein Beispiel. Es kommt auch darauf an, wie groß und wie klein man ist. Aber alles in der Welt besteht aus Atomen. Auch Wasser. Und Wasser besteht aus Wasserstoff. Aber auch Wasserstoff besteht aus Wasseratomen. Ja, die altbekannten Wasseratome. Nicht Wasserstoffatome und Sauerstoffatome, die zusammen zu H2O werden, sondern nur aus Wasseratomen. Richtig erklärt Professor Dr. Ache. So, alles nach dem, was wir wissen. Vielleicht gibt es sogar noch etwas, was noch kleiner ist als Atome, woraus Atome bestehen. Ja, hatten wir ja gerade schon. Wieder vergessen, Proton, Neutron und Elektron. Aber auch immer wieder dieses, nach allem, was wir wissen. Das ist so dieses pseudo-intellektuelle Nonsensgefasel. Er kann ja mal, wenn er zum Beispiel arbeiten gehen würde und um 8 Uhr morgens anfangen müsste, aber er erst um 9 Uhr ankommt, mal zu seinem Chef dann sagen, ja, nach allem, was wir wissen, bin ich eine Stunde zu spät. Aber es ist ja kein Fakt, weil das ist ja nur auf unseren begrenzten Wissensstand zurückzuführen. Ja, dann würde der Chef vermutlich dann sagen, ja, unser begrenzter Wissensstand sagt uns, dass sie nicht fähig sind, diesen Job hier auszuführen und sie sich im Personalbüro die Papiere abholen können. Und ich glaube, das wäre dann Fakt. Also das ist, was ich meine. Man sollte nie davon ausgehen, dass man irgendetwas weiß. Weil es gibt kein Wissen, was wirklich Wissen vermittelt. Grüß dich daher, hallo. Sondern es gibt nur Wissen aufgrund von bestimmten Dingen, die man hat. Aber man kann nicht alles wissen. Das funktioniert nicht. Und man kann schon gleich gar nicht wissen, wie alles funktioniert. Was ich damit sagen will, hinterfragt einfach. Ja, und dafür hat er jetzt so lange ausgeholt und uns in die Welt von Sonnensystemen namens Milchstraße, von Wasseratomen und Planeten, die direkt nebeneinander liegen, aber in anderen Sonnensystemen umherkreisen, reingeführt. Ja, wir haben alles verstanden. Ich denke, an dieser Stelle werden wir jetzt auch mal einen Cut machen. Das war jetzt extrem viel für den kleinen Verstand von uns Normalos, wenn so ein großer Theoretiker uns mit Wissen überhäuft. Da muss, glaube ich, erstmal ein wenig Erholung jetzt genommen werden, um mal runterzukommen und das alles zu verarbeiten. Ich wünsche euch allen auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Wir hören uns dann spätestens am Freitag wieder, wenn er morgen wieder streamt. Und bis dahin werde ich erstmal ein wenig diese Wissensfülle auf mich wirken lassen und daran arbeiten, irgendwann mal so ein toller Lehrer wie unser Profi-Streamer hier zu werden. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Video sage ich, Medal of, meine Freunde!